Ein fröhliches Willkommen zu einer neuen Hundevermittlung direkt aus dem Tierheim und das bei zurzeit knusprigen 30 Grad. Wir beginnen die Hundevermittlung mit Louis. Der Louis ist ein Chihuahua, 2011 geboren, also 13 Jahre alt. Seit Juli ist der Louis bei uns im Tierheim, weil der Halter leider verstorben ist. Was haben wir für Informationen zu dem zauberhaften, kleinen, etwas älteren Jungen? Ja, das ist wirklich, er ist wirklich zauberhaft. Ne? Er hört und sieht altersbedingt natürlich nicht mehr so gut. Und aufgrund seines Alters muss er vielleicht auch schon zweimal öfter raus zum Pipi machen. So. Aber er geht eben auch noch gerne so langsam seine kleinen Runden spazieren. Ne? Kurze Runden? Ja. Auf jeden Fall. Ne? Er ist verträglich mit Artgenossen. Die sollten aber altersentsprechend, sage ich mal, nicht ein Jahr alt sein und das die fünffache Größe von ihm haben. Genau, ne? Und nicht auf ihm rumspringen und so. Ne? Wir denken auch, dass Kinder so ab 12 Jahren okay wären, die eben auch schon verstehen, dass Louis auch mal seine Ruhezeiten braucht und eben nicht dauernd überall betüdelt werden möchte, sondern dass er halt so einen entspannten Lebensabend möchte. Ne? Der süße kleine Senior, der wünscht sich jetzt einen schönen Lebensabend mit ganz viel Liebe, die er zu geben hat. Ja. Vielleicht haben euch die Bilder überzeugt. Genau. Und er ist halt wirklich süß, ne? Also lieb, verschmust, anhänglich, kein Schnappfisch und auch nicht so bellfreudig. Auch das nicht. Ne? Ein kleiner Kuschelsenior. Ein kleiner Kuschelsenior. Chihuahua Louis, der erste Hund diesen Monat. Louis. Es folgt Nice, ein Amstaff Bull Terrier Mixed. Die junge Dame ist 10 Monate alt, also im September letzten Jahres geboren. Und da die Halterin ins Krankenhaus musste, ist sie seit Juni bei uns im Tierheim. Ja, und sie ist wirklich ein ganz tolles Mädchen mit ganz viel Potenzial. Und bildhübsch. Das werde ich bestimmt noch dreimal sagen, weil ich wirklich finde, sie ist eine bildhübsche. Die ist anfangs ein bisschen schüchtern und unsicher, allerdings relativ leicht bestechlich. Überspielt das aber so mit Spielaufforderungen und Rebell. Bei uns kam es gar nicht so weit, weil es eben Leckerlis gab. Genau. Und bei Vertrauen ist sie wirklich eine echte Zuckerschnute, das kann man schon sagen. Ne? Sie ist lieb und anhänglich, aber eben natürlich auch aufgrund ihres Alters doch recht ungestüm und distanzlos. Ne? Da sollten Kinder, sofern Kinder im Haushalt sind, standfest sein. Ganz wichtig. Genau, die kann sie problemlos mal überlaufen rennen. Genau. Sie ist verträglich mit Artgenossen, aber auch hier recht ungestüm. Ne, sie ist eben eine wilde Hummel und muss halt noch vieles lernen. Ne? Da muss noch so einiges in die richtigen Bahnen gelenkt werden. Ja. Aber ich habe bei der ein sehr gutes Gefühl, weil dafür, dass sie erst 10 Monate alt ist, klappt das ja schon richtig gut. Also da muss man sagen, wenn man da noch am Ball bleibt, glaube ich, ist das eine richtig, richtig tolle Hündin. Genau. Absolut. Ja. Na klar. Und auch das Hunde 1x1, ne, ist noch ausbaufähig. Nice ist aber auch eine echte Wasserratte. Ja. Wir haben sie jetzt hier an der Leine, weil sie erst vor kurzem kastriert wurde. Ihr seht das ja auch auf den Bildern, sie ist noch kleine rasiert. Narbe. Und sie soll sich noch ein bisschen schonen, ne, damit sie hier nicht wie so eine verrückte Nudel durch die Gegend springt. Die hat auf jeden Fall ihr Herz am rechten Fleck. Ja. Und die braucht jetzt erfahrene Hundehalter. Lass sie mal was trinken. Was denn? Du hast die Leine die er mit viel Liebe, Konsequenz und von wegen. Und Erziehung den richtigen Weg ebnen, damit sie zu einer entspannten Wegbegleiterin wird. Und ich habe da auch ein gutes Gefühl. Ja. 10 Monate alt, lass die mal noch in die richtigen Hände kommen und ein Jahr älter sein. Eine traumhafte Hündin. Und wie ich finde, wirklich bildhübsch. Ja. Die Nice, ein Amstaff Bull Terrier Mix, wartet bei uns auf ein neues Zuhause. Ja. Und die ist wirklich bestätigt. Und das zeige ich euch jetzt nochmal. Ja.
schmeckt, nice. Schmeckt besser als Gras, komm her. Komm hier. Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Für nice? Was ist denn das? Ja, das klappt hervorragend. Sofern Interesse an der süßen kleinen Nice, meldet euch bei uns im Tierheim. Mit einem Schnauzer-Pudel-Mix geht es weiter, und zwar dem Roschko. Der Roschko ist im Oktober 2020 geboren. Seit Januar bei uns im Tierheim, weil der Halter erkrankt war. Und den haben wir euch im April, Mai diesen Jahres, also erst vor 3 Monaten, schon mal vor der Kamera bei Tierheim TV vorgestellt. Mhm. Aber wir finden, es ist so ein bisschen, ich kann nicht Notfall sagen, aber es liegt uns am Herzen, dass er vielleicht jetzt auch wirklich mal ein neues Zuhause findet. Genau, weil? Genau. Denn, ja, also er ist eben wirklich ein quirliger und pfiffiger Junge. Und wir wollen ihn euch unbedingt ans Herz legen, weil ja, Roschko unter diesem Tierheim-Alltag extrem leidet. Ne? Und dieser Alltag macht ihn ja, inzwischen nervlich und aber auch körperlich einfach kaputt. So kann man es vielleicht sagen. Der Roschko ist sehr agil, ist gerne überall dabei. Mhm. Ganz wichtig, ich möchte überall dabei sein. Mhm. Er ist lernwillig und möchte sowohl körperlich als auch geistig ausgelastet werden. Ja, und das kommt natürlich alles im Tierheim viel zu kurz für ihn. Ne? Sein größtes Problem aber ist, Ruhe auszuhalten und eben das Alleinebleiben im Zwinger. Das stresst ihn so sehr. Und dann das macht er halt ständiges Auf- und Abspringen. Er dreht sich im Kreis und dadurch macht er sich natürlich auch selber kaputt. Selber kaputt. Ja. Mhm. Genau. Er ist ein feiner Kerl. Grundsätzlich ist er ein feiner Kerl. Ja. Mit dem man durch dick und dünn gehen kann. Mhm. Aber er muss halt wissen, wo er steht. Genau. Und er braucht jetzt wirklich dringend ein Zuhause, wo er zur Ruhe kommen kann, um dann mit seinem Menschen noch viele Abenteuer zu erleben. Also guckt euch bitte seine Hundevermittlung noch mal an. Lasst euch nicht abschrecken, denn er hat auch in dieser kurzen Zeit hier schon wieder so viel gelernt. Und deswegen legen wir ihn euch jetzt wirklich noch mal ans Herz. Der Roschko, ein, wie ich finde, hübscher Schnauzer-Pudel-Mix, wartet bei uns im Tierheim wirklich dringend auf ein neues Zuhause. Vielleicht seid ihr es ja. Nur ein Hund aus der letzten Hundevermittlung hat ein neues Zuhause gefunden und wird uns heute um 11.30 Uhr verlassen. Mhm. Die junge Dame. Ich hätte ehrlich gesagt mit mehr gerechnet, denn 4 warten noch. Aber Silke zeigt euch jetzt unter anderem nicht nur die Hündin, die ein neues Zuhause gefunden hat, sondern auch einige andere Hunde, die aufgrund älterer Vermittlungen jetzt vermittelt wurden. Ja, und zwar hat die bezaubernde Jackie ihre Menschen gefunden. Aber außerdem ist auch der große und lustige Oswald ausgezogen. Und den habt ihr bereits 2-mal gesehen. Und zwar schon im Oktober, November 22 und im September, Oktober 23 als zweite Chance. Und da freuen wir uns für die beiden natürlich sehr, dass sie ihre Halter gefunden haben. Und wir drücken die Daumen für tolle, viele gemeinsame Jahre. Das machen wir immer. Das sah doch so viel aus, es ist tatsächlich, du hast ja gar nicht, auch nur 2, habe ich ja viel mehr. Denn, guckt ihr euch die Hundevermittlung vom Vormonat noch mal an, denn 4 der 5 von uns vorgestellten Hunde vom Vormonat warten noch, vielleicht ja auf euch. Und zwar, die pfiffige Lotta ist noch da, der freundliche Freddy, die unsichere Amila und der kleine Grisou, alle 4 warten vielleicht ja auf euch. Also schaut euch bitte die Hundevermittlung vom Vormonat noch mal an. Komm her, ist gut. So, jetzt haben wir dich im Bild. Die Batka. Ein Amstaff. Die Batka ist 2022 geboren. Und für die, die sie vielleicht kennen und sagen, irgendwie kommt mir die bekannt vor, wir hatten die Batka als Bakta im April, Mai letzten Jahres. Schon mal vor der Kamera, jetzt die zweite Chance. Wir meinen, das ist eine tolle Hündin. Es kann gar nicht sein, dass sie bereits seit März letzten Jahres bei uns im Tierheim ist. Genau.
denn sie ist wirklich menschenbezogen und auch freundlich und verschmust, aber eben auch sehr temperamentvoll und agil und sie fährt eben doch schnell hoch. Ne? Sie ist eben halt jung und stellt halt wirklich viele Fragen noch an ihren Besitzer. Sie möchte sie auch beantwortet haben. Aber sie ist aber lernwillig, das muss man fairerweise auch dazu sagen. Ja, genau. Ne? Sie ist mit ausgewählten Hunden verträglich, aber wie wir schon gesagt haben, es ist halt eine Dampframme. Ne? Ja, es ist eine wirkliche Dampframme und das müssen schon sehr souveräne, sage ich mal, starke Kerle sein. Ja. Aber die ist ausgesprochen gut leinenführig. Mhm. Manchmal so bei entgegenkommenden Hunden, ja, die sind ja dann so ein Dorn im Auge. Mhm. Aber da hat sie bereits gelernt, sich an ihre Bezugsperson ja, zu orientieren, halt Blickkontakt aufzunehmen und halt auch ruhig, sage ich mal, dran vorbeizukommen. Da muss man auf jeden Fall dranbleiben, ganz klar. Ja. Sie ist ein absoluter Einzelhund und überhaupt andere Tiere, Katzen, andere Hunde, Kleintiere, alles nicht. Genau, die Einzelhund. Im neuen Zuhause sein. Wir denken aber, Hunde erfahrene Jugendliche so ab 14 Jahren wären okay. Standfeste, möchte ich ergänzen. Ja, nicht alle 14-Jährigen sind standfest. Mhm. Da muss man standfest sein. Genau. Schön wäre es, wenn Batka in eine ländliche Umgebung käme. Es sollte ein ebenerdiges Zuhause sein. Und sie muss eben körperlich und geistig ausgelastet werden. Ganz wichtig, auch geistig. Mhm. Aber vor allem, und das sollte man nicht unterschätzen, muss sie vor allen Dingen lernen, Ruhe auszuhalten. Fährt sich natürlich sehr schnell hoch und ist dann richtig wieder in Fahrt auch. Mhm, genau. Das muss man natürlich. Genau. Aber erfahrene Halter wissen natürlich, was wir meinen. Erfahrene Amster-Fans wissen natürlich, was wir meinen. Genau. Das ist ein tolles Mädchen. Ja. Und ja, wir denken, dass sie bei erfahrenen Haltern und konsequenter Führung ihren ganzen Charme wirklich zeigen wird. Und den Charme hat sie reichlich. Ja. So, jetzt hast du denn die Snacks, hast du versteckt? Habe ich extra versteckt, weil sonst hättest du dich schon wieder über den Haufen gelaufen. Und wo hast du sie jetzt? Soll ich sie dir holen? Möchtest du ihr noch einen geben? Ja. Dann muss ich aber durchs Bild. Dann gehst du durchs Bild, dann ist das halt so. Tschüss. Tschüss. So, ich sage jetzt schon mal, sofern Interesse an der hübschen Batka, der wir jetzt eine zweite Chance eine zweite Chance geben, die muss man einfach kennenlernen. Mit dem Charme, die wickelt jeden Amster-Fan um den Finger, die Batka. Du bist eine Süße. Ich finde dich süß. Gefährlich eingestufte Hunde haben es bei uns im Tierheim schwer, ein neues Zuhause zu finden, da auf die neuen Halter auch Auflagen der zuständigen Ordnungsämter zukommen, wie zum Beispiel ein Führungszeugnis, ein Sachkundenachweis, aber eben auch höhere Hundesteuer. Und daher haben wir der Emma, die haben wir im April, Mai schon letzten Jahres schon mal vor der Kamera gehabt, eine zweite Chance. Die Emma, ein zartes 55 Kilo schwerer Doggenmix-Dame, Senioren muss man schon sagen, 2015 geboren, also 9 Jahre alt. Und ihr läuft ja auch ein bisschen die Zeit davon, denn sie ist im Grunde über 2 Jahre, nicht im Grunde, sie ist seit über 2 Jahren bei uns im Tierheim. Mhm. Zweite Chance für Emma. Ja. Jetzt kommst du auch mal. Genau, und Emma wurde halt von den Behörden beschlagnahmt und als gefährlich eingestuft. Der Halter hatte sich nicht an die bestehenden Auflagen gehalten und sie hatte halt einen kleinen Hund schwer verletzt. Ja, Emma mangelte es halt an Führung und sie hatte halt viele Freiheiten. Aber inzwischen hat sie eben gelernt, dass ihr Mensch halt die Dinge für sie regelt. Und dadurch ist sie wirklich sehr leichtführig und entspannt geworden. Die ist mit Rüden, die mag sie lieber, also Artgenossen, mag sie lieber. Mhm. Aber was sie gar nicht mag, sind kleine Hunde. Genau. So gar nicht ihr Ding. Genau. Sie ist aber freundlich und menschenbezogen. Treu,
ein bisschen dickköpfig. Aber auch Jugendliche ab 10 Jahren wären okay. Toll wäre natürlich so ländliche Umgebung mit Haus und Garten. Genau, ne, dass du da halt auch durch den Garten rumirgeln kannst. Ne? Genau. Natürlich braucht die selbstbewusste Dame schon souveräne Halter, die eben auch vorausschauend agieren, damit sich Emma eben auf ihre Menschen verlassen kann. Ne? Aber dann ist sie wirklich eine echte Zuckerschnute. Schnecke hast du sie vorhin genannt. Schnecke auch. Auch. Schnute und Schnecke. Mit Zuckerschnecke und Schnute ist die Emma. Genau. Trotz Wesenssets, das ist auch ganz wichtig, das dürfen wir nicht vergessen, bleibt natürlich der Lein- und Maulkorbzwang bestehen. Ja, natürlich ist das nicht, aber bei ihr bleibt er halt bestehen. Und das macht eben die Sache auch nicht einfacher bei der Vermittlung. Ne? Und ja, deswegen wollen wir sie euch tatsächlich wirklich noch mal dringend ans Herz legen, weil, wie gesagt, ihr läuft jetzt ja auch langsam mal die Zeit davon. Ne? 2 Jahre im Tierheim reichen. Ja, 2 Jahre. Und sie hat es echt verdient. Die zarte, kleine, 55 Kilo, das sollte man nicht vergessen, schwere Emma wartet bei uns, auf vielleicht auf euch. Sie hat, die hat ja Charme, hat sie irgendwie. Ne? Total. Wer es mag und sie kennenlernen möchte, ja, einfach bei uns mit Tierheim in Verbindung setzen. Emma, was denen? Die schmecken dir, ne? Die findest du toll, ne? Die findest du ganz toll. Und dich auch. Jetzt könnt ihr wieder Hundefutter im Wert von 100 Euro gewinnen, dank unseres Sponsors Animonda. Da müsst ihr natürlich am Gewinnspiel teilnehmen. Wir zeigen euch erstmal den Gewinner vom Mai. Und sie schreiben, vielen Dank für das viele leckere Futter und die schmackhaften Leckerlis von Animonda, sagt Hündin Fine. Das Paket ist gestern bei uns angekommen und Fine hatte Spaß, es mit uns zusammen auszupacken. Die Leckerlis werden immer mit all ihren Freunden geteilt. Denn geteilte Freude ist ja schließlich doppelte Freude, schreiben uns Uschi und Volker und sagen herzlichen Dank. Wir bedanken uns für die 3 wunderbaren Fotos, die sie uns geschickt hat. Und sofern ihr gewinnt, freuen wir uns auch über Fotos, wenn der Gewinn denn ankommt. Jetzt zeigen wir euch erstmal einige Einsendungen diesen Monat. Silke fängt an. Ja, einen herzlichen Gruß aus Peine senden Ulrike, Uwe und die Hündin Genie. In Hannover schauen immer wieder gerne Tierheim TV Birgit und ihre Hündin Lissi. Viel Erfolg für viele glückliche Vermittlungen senden von der Schwäbischen Alb Uschi und die Hündin Fine. Liebe Grüße aus Sachsen-Anhalt schicken uns Jane und die Hunde Betty und Toni. Ja, und in Heidgraben in Schleswig-Holstein würden sich Martina und vor allem Hund Crash sehr über den Animonda-Gewinn freuen. So, jetzt mischt meine Kollegen. Ich stelle die Regeln. Möglichst schöne Fotos auf einem solltet ihr auch mit drauf sein. Senden ein Gewinnspiel. @tierheim-hannover.de. Adresse ist auch gerade eingeblendet und den Satz vervollständigen. Ich gucke Tierheim TV, weil nicht vergessen, Adresse und Telefonnummer angeben, damit sich Animonda vielleicht mit dir in Verbindung setzen kann, sofern du denn gewinnst. So, mach ich nochmal hier. Da haben wir die Gewinner oder die Gewinnerin. Gewonnen haben Birgit und ihre Hündin Lissi aus Hannover. Tolle Bilder hat sie uns auf jeden Fall geschickt. Und wie sie schreibt, ich gucke Tier am TV, weil? Weil ich es toll finde, dass ihr auch immer wieder ältere Hunde in die Vermittlung nehmt. Diese haben es besonders verdient, ein gutes Zuhause zu bekommen. Wir sagen herzlichen Glückwunsch. Und Animonda setzt sich mit dir, Lissi, in Verbindung. Animonda setzt sich mit dir, Birgit, in Verbindung, damit das Futter von Animonda im Wert von 100 Euro auf deine Hündin Lissi abgestimmt wird. Und wir freuen uns über Fotos, wenn der Gewinn bei dir angekommen ist. Mitmachen und gewinnen, sponsert bei Animonda. Und schon sind wir beim letzten Hund diesen Monat angelangt. Und zwar ist das der Baloo, eine französische Bulldogge, die 2017 geboren ist. Ja, den hatten wir bei Tierheim TV
im Juli, August 2022 vorgestellt. Der kam zu uns ins Tierheim wegen Überforderung der Halter. War dann 2 Jahre vermittelt und ist jetzt seit Mai diesen Jahres wieder bei uns im Tierheim. Und wieder war es wegen Überforderung der Halter. Genau, also wir suchen für den Balu auf jeden Fall einen wirklichen Bulldoggen-Kenner. Ja, genau. Im Grunde genommen kam er wegen derselben Thematik wieder zurück. Die Wespe mag mich heute. ja, also er ist schon ein menschenbezogener, verkuschelter und alberner kleiner Kerl. Aber er fährt eben auch bulldoggentypisch schnell hoch und dann steigert er sich wirklich extrem rein und kommt halt von alleine sehr schwer wieder runter, ne? Und ist dann auch kaum ansprechbar. Auch der Tierheimalltag stresst ihn total. Ja. Sein Zwinger wird regelmäßig umdekoriert, er bellt lautstark, genau. Und das Alleinebleiben fällt ihm ausgesprochen schwer, das muss man einfach sagen. Genau, denn er möchte wirklich immer eigentlich so mit dabei sein, ne? Bei seinen Menschen, und er möchte einfach die um sich haben. Ne? Entspannung findet er bei uns im Tierheim zurzeit nur, wenn er im Auslauf ist. Genau, ne, genauso wie hier jetzt hier im kleinen Garten, ne, da kommt er dann mal zur Ruhe. Und deswegen glauben wir auch, dass es für ihn äußerst wichtig wäre, ein Haus mit Garten, wo er in ländlicher Umgebung und eben wo auch keine anderen Tiere wohnen. Er ist auch kein Familienhund. Nein. Ist er nicht. Nee, genau, denn auch so Stress und Unruhe zu Hause durch Fremde oder vor allem auch fremde Kinder, die setzen ihm zu. Ne? Auch so Jogger, Radfahrer, andere Hunde lenken ihn schnell ab. Genau, und deswegen sind halt auch Spaziergänge nicht einfach für ihn. Ne? Denn er hat zwar eine gute Leinenführigkeit, aber sobald zu viele Umwelteinflüsse auf ihn einströmen, schnelle, hektische Bewegungen, andere Hunde, ich sag mal, dann vergisst er das und steigert sich da wieder rein. Du kannst ruhig sagen, er pöbelt dann. Genau. Er pöbelt dann und stemmt sich mit allem dagegen. Er ist so ein richtiger kleiner Berserker, das hast du übrigens vorhin gesagt. Ja, genau. Also er wirkt dann wie so ein kleiner Berserker. Ja. Deswegen ist er halt auch an den Maulkorb gewöhnt. Auch Boxentraining hat er toll absolviert, ne, damit er auch da mal zur Ruhe kommen kann. Und und trotz all dieser Marotten ist er eben doch ein wirklich lustiger und niedlicher Kerl, ne, und der seinen Menschen gefallen will und die er auch liebt. Ne, und ja, eigentlich möchte er auch so ein kleiner Schoßhund sein, ne? Sieht man ja. Mit seiner Tierpflegerin wird stundenlang gekuschelt, wenn die Zeit dafür vorhanden ist. Ja. Und die liebt er über alles, ne? Ja, genau. Ja, das muss man sagen. Und so würde er sich natürlich auch an euch eventuell sehr, sehr festbinden. Er kriegt ja einmal täglich auch eine Tablette. Ja, und zwar eben aufgrund seines flatterigen Nervenkostüms, ne? Damit er einfach hier auch mal ein bisschen zur Ruhe kommt und auch ansprechbar ist. Ne? Wir suchen jetzt erfahrene, souveräne Halter, die sich mit französischen Bulldoggen gut auskennen und die mit viel Konsequenz, Ruhe und Gelassenheit dem Balu schöne Jahre bieten können. Genau. So sieht das aus. So sieht das nämlich aus. So, jetzt holen wir den Balu aber noch mal. Ja, du möchtest ihm doch mal einen Keks geben. Wo ist denn der Balu? Ach, die Tüte ist noch gar nicht auf. Wo ist denn der Balu? Balu, komm mal her, was ich hier habe. Wollen wir dich noch mal vor die Kamera holen? Da ist ja der Balu. Super. Wir haben gerade über dich geredet. Das war die Hundevermittlung für diesen Monat. Vielleicht war ja der richtige Hund für euch dabei. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Jetzt kriegst du noch einen. Jetzt kriegst du noch einen. Einen kriegst du noch. Ja, du willst einen schönen Garten haben, ne? Und ganz liebe Menschen. Ne?